Hallo und herzlich willkommen zum, ich nenne es jetzt mal ein Semi-Unpacking-Video vom Corsair HS1A. Ich habe davor schon eins aufgenommen, das ist mir allerdings nicht so gut gelungen, deswegen werde ich jetzt nochmal eins aufnehmen, nachdem ich es jetzt schon ein bisschen benutzt habe. Allerdings spare ich mir jetzt einfach Paket aufreißen, Headset rausholen. Das ist jetzt auch nicht so spannend, dass man es unbedingt haben müsste. Darum werde ich euch einfach ein bisschen was dazu erzählen, was drin war in der Box. In genau dieser hier. Sieht aus wie fast alle Corsair-Verpackungen, wer schon mal ein Netzteil von denen in der Hand hatte. Da gibt es so ziemlich das gleiche auch in Blau. Plastikfenster, dass man eine Hälfte, ja, ein Spiegel ein bisschen, dass man die Hälfte des Headsets sozusagen sehen kann. Ja, zu Display-Zwecken, sage ich mal. Hinten drauf natürlich wieder ein paar Details, werde ich euch jetzt nicht großartig mit langweilen. Sind halt die typischen technischen Spezifikationen und ein bisschen Werbung, Amazing Sound und lauter so Zeug, was da drauf steht. Ja, das ist die Verpackung. Also jetzt ganz normal eigentlich, wie sich das gehört heutzutage für eine schöne Verpackung. Allerdings auch nicht übertrieben Schnickschnack oder verschwendetes Material oder so. Alles sehr gut, auch Karton innen drin und nicht irgendwelches Plastik. Also man kann auch sagen, etwas umweltfreundlicher als manche, wie zum Beispiel Rocket. Die haben sehr viel Plastik drin. Und ja gut, ich meine, bei den Mengen an Müll macht es jetzt auch nichts aus. Ich wollte es nur erwähnt haben. Dann hinten drin ist diese kleine schwarze Schatulle, sieht aus wie eine CD-Packung. Da es sich hier aber natürlich um die Analogvariante des HS1 handelt, ist hier keine CD dabei, weil es auch keine Treiber benötigt. Wer hätte es gedacht? Drin ist bisschen Papierkram. Wenn man irgendwelche Probleme damit hat, soll man es nicht an den Verkäufer zurückschicken, sondern direkt an Corsair, steht da drauf. Dann hier Warranty Guide, weil die haben hier auch 2 Jahre volle Garantie drauf. Und dann ein bisschen Benutzer Guide, aber ich weiß nicht, wozu man den braucht, wenn man schon mal irgendwie Boxen angeschlossen hat oder irgendwas an seinem Computer. Sollte das alles selbstverständlich sein, weil auch, wie gesagt, keine Treiber oder USB-Sachen oder dergleichen zu bedienen sind. So, dann haben wir hier die ursprünglich montierten Earpads, also die Teile der Ohrmuschel, die dann aufliegen. Die sind hier aus Plüsch, wie man vielleicht sehen kann. Aus Memory Foam, da kann man draufdrücken und der formt sich wieder zurück. Vielleicht sieht man das so besser. Ja, mag ich persönlich nicht so gern, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Mikrofasertuch auf dem Ohr, da fühle ich mich immer ein bisschen, als würde ich gerade geputzt werden von irgendwas. Deswegen habe ich die direkt runter gemacht und die Lederteile drauf gemacht. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, um welches es eigentlich geht hierbei. Und zwar haben wir hier das HS1A mit den besagten Leder-Earpads drauf. Das ist jetzt schon eingestellt auf meinen Kopf, also werde jetzt nicht großartig dran rumziehen. Ist relativ groß, drehbare Ohrmuscheln, sehr praktisch, wenn man das absetzt oder irgendwie transportieren möchte. Kann man zusammenfalten und zusammenlegen und ja, ich meine, klar, es geht natürlich noch kompakter, aber das soll ein vernünftiges Headset sein. Hat sehr große Soundtreiber drin, 50 mm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, deswegen sind die Ohrmuscheln auch relativ groß ausgefallen. Dennoch alles sehr robust und sehr gut verarbeitet, obwohl es Plastik ist. Also jetzt hier gerade die Gelenke ups, sind. Wie kann man es? Da sieht man es. Ist alles Plastik hier. Nichts irgendwie Metall oder so. Aber wie gesagt, trotzdem sehr gut verarbeitet. Alles wunderbar gepolstert hier oben rum, der komplette Kopf. Die Ohrmuscheln auch super weich. Da kann man sich richtig wohlfühlen drin. Und das Mikrofon, also hervorragender Klang, haben mir Spielkumpanen bestätigt. Steht Sennheiser zum Beispiel in nichts nach. Mein Rocket ist da auch ungefähr vergleichbar. Nur das hier ist von der Flexibilität her nicht ganz so gut wie das Rocket. Dafür steht es einem nicht im Gesicht. Also wenn man das jetzt angepasst hat, das ist etwas kürzer und hängt einem nicht die ganze Zeit so vorm Mund rum. Was ich persönlich sehr gut finde, weil ich beim Zocken öfter auch mal irgendwie was esse, Schokolade oder was trinke oder so, und dann ist das Mikrofon oft im Weg. Deswegen bin ich da relativ froh, dass das so gelöst ist. Zum Sound kann ich sagen,
habe ich benutzt. Der Surround Sound wird ja von meiner Soundkarte emuliert. Wenn man eine gute Soundkarte hat, muss ich sagen, bei Modern Warfare zum Beispiel, sehr gut möglich, Gegner zu orten. Also wenn, wie gesagt, mit einer vernünftigen Soundkarte ist dieser emulierte Sound wesentlich besser, als ich ursprünglich dachte. Funktioniert tadellos beim Zocken, also ich habe überhaupt keine Probleme beim Umstieg von meinem echten 5.1 in Anführungszeichen Rocket Cova, Cave, sorry, ja, nicht die Maus, ist vom Sound her sehr gut, weil das nur von der Soundkarte beeinflusst wird und nicht von irgendwelchen USB-Zeug, wo man nichts mehr dran ändern kann. Vom Stereo-Sound muss ich sagen, bin ich begeistert. Also wenn man diese 3D-Emulation ausschaltet und einen Film schaut oder Musik, gerade Musik hört, wirklich sensationell guter Sound. Also sowas habe ich in der Preisklasse, 50 Euro, noch nie erlebt, noch nie gesehen und auch noch nicht gehört. Das ist wirklich unglaublich guter Sound. Im Internet habe ich jetzt öfter schon gelesen, dass die Tester sich über fehlenden Bass beklagen. Allerdings frage ich mich dann, wozu sie überhaupt einen Test machen, weil das kann man alles wunderbar in der Soundsoftware anpassen. Ich habe den Bass um Bassboost angemacht, um 3 dB angehoben, was wirklich nicht viel ist beim Bass. Und der Bass kommt super sauber, super knackig, ohne die Mitten oder Höhen irgendwie zu überlagern. Die Mitten sind super definiert, also gerade beim Zocken und bei Filmen. Man hört wirklich alles, ganz knackige Geräusche, die Höhen auch toll. Man hört Geräusche, wenn jetzt jemand Modern Warfare 2 spielt zum Beispiel, wenn jemand sehr weit weg ist und nachlädt oder dergleichen. Das hört man alles, wenn man es entsprechend laut hat natürlich, ja, ist vorausgesetzt. Aber man hört es wirklich klar und deutlich und aus welcher Richtung es kommt. Also der Sound ist wirklich für diesen Preis unglaublich. Gibt es auch nicht viel mehr dazu zu sagen. Es ist eine ganz klare Kaufempfehlung für alle, die jetzt nicht für 150 Euro sich einen PC 360 von Sennheiser holen wollen, sondern sowieso eine gute Soundkarte eignen und etwas in dem Preisbereich bis 70 Euro suchen und ihre Soundkarte weiterverwenden wollen. Absolute Kaufempfehlung, würde ich jedem anderen Headset vorziehen. Für den Preis wirklich kann man gar nichts falsch machen und es ist, wie gesagt, super bequem. Der Sound ist genial und absolut top. Gib den Doppeldaumen!